muss der Hund überhaupt an lockerer Leine laufen? Also ich habe die Frage bekommen von einem Newsletterleser, der sagt, ich habe so einen kleinen Hund, der wiegt nur 3,5 Kilo. Das stört mich überhaupt nicht, wenn der an der Leine zerrt. Ich merke den ja gar nicht. Ganz ehrlich, vor 25 Jahren, als ich mit der Hundeschule angefangen habe, hätte ich gesagt, doch, ja, muss er. Heute sage ich, es ist deine Entscheidung. Ich persönlich mag es nicht. Also Cleo wiegt sogar nur 2,5 Kilo. Das ist das, was da hinten angelaufen kommt. Die läuft perfekt. Sie läuft am perfektesten von allen. Warum? Weil sie die einzige ist, die ich von Welpe an habe und die nie gelernt hat, an der Leine zu ziehen. Und da es mich stört, lege ich da Wert drauf. Und das ist das, was ich übe. Und das heißt ja nicht, dass der Hund jetzt irgendwie Fuß gehen muss, sondern es heißt schlicht und ergreifend, dass er statt durch die Gegend zu zerren, nur vernünftig an der Leine läuft. Ne? Laufe ich langsamer, sollte der Hund auch langsamer werden. Laufe ich schneller, sollte der Hund auch wieder mitlaufen. Und das ist der Punkt. Egal wie lang die Leine jetzt ist, ob ich die, wenn der das gelernt hat, hat es den Vorteil, ich habe gar kein Problem, weil wenn ich die kurz nehme, sodass er neben mir laufen muss, dann habe ich einen Hund, der neben mir läuft. Da muss ich kein Fußgehen üben oder irgend sowas. Ich finde es aber noch aus einem anderen Grund ganz nützlich und wichtig, dass auch ein kleiner Hund doch vernünftig an der Leine läuft. Wie gesagt, jeder ist seines Glückes Schmied. Also muss jeder für sich entscheiden. Aber was ich ganz häufig sehe, ist, da läuft so ein 2 Meter Mann mit so einer Flexileine und so einem kleinen Flummi vor sich her. Und dieser kleine Flummi zerrt hierhin, der Mensch dackelt hinterher. Zerrt dahin, der Mensch dackelt hinterher. Und dann kommt ein anderer Hund und dann gibt es ein Riesentheater. Meine Interpretation davon ist, der Hund hat ja keine Führung. Der Hund kriegt nicht gesagt, was er überhaupt machen soll. Er hat keine Ahnung, was der Mensch vielleicht von ihm erwartet und dass er nicht den anderen Hund anpöbeln soll zum Beispiel. Und deshalb übernimmt das eben auch da und verscheucht das, was ihm, wo er sagt, habe ich jetzt, will ich hier nicht, brauche ich nicht, hau ab. Und das ist eben das, was ein bisschen dumm da dran ist. Oft surfen diese Hunde eben auch nie von der Leine, weil wenn man sie von der Leine lässt, sind sie leider weg. Rückruf funktioniert nämlich auch nicht. So, und das finde ich sehr traurig. Wenn du die Videos hier siehst, siehst du, dass ich Mausi an der Leine habe. Das hat einen guten Grund. Die geht verloren sonst. Die schnuppert stundenlang. Dann weiß sie leider nicht mehr, wo sie ist. Und verläuft sich. Deshalb habe ich sie halt an der Leine. Und wenn ich jetzt hier aufnehme, normal achte ich da ein bisschen mehr drauf, wenn sie mal schnuppern will, und bleibe stehen. Aber wenn ich jetzt hier aufnehme, dann wird aber sofort die Leine wieder locker, wenn die jetzt straff wird und ich gehe weiter. Das ist also jetzt nicht ein wildes Gezerre oder so. Und das ist eben genau der Punkt. Ich übernehme die Führung und ich gebe dem Hund die Hilfe, die er haben muss. Und ich trainiere die Sachen, die mir wichtig sind. Und wenn jemand zu mir sagt, mir ist das überhaupt nicht wichtig, dass mein Hund an der Leine locker läuft, mich stört es nicht. So what? Lass es ihn tun. Es ist doch nicht mein Hund. Ich muss damit ja nicht klarkommen. Wenn der Hund bei mir wäre, würde der nach 2 Wochen vernünftig an der Leine laufen. Also deswegen, ich habe da gar kein Problem mit, wenn jemand das so sagt. Ja, und wie genau du das mit der lockeren Leine hinkriegst
und vielleicht auch hinkriegst, wenn du es doch gerne hättest, weil dein Hund vielleicht ein paar Kilos mehr hat als die 5, dann gibt es einen Kurs von mir, lockere Leine mit Spaß, wo ich auch eine Methode erstmal ohne Leine anbiete für die, die schon so ziemlich alles kaputt gemacht haben und wo das wirklich so ein Brechthema ist. Ich will es mal vornehm ausdrücken. Und wenn du da Interesse dran hast, schau mal in die Beschreibung und hol dir den Kurs und komm in meine Community, dann kannst du auch nachfragen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und ich hoffe, dass du dann auch bald einen leinenführigen Hund hast. Ja, das war's für heute in diesem Sinne. Ich freue mich natürlich auch noch über ein Abo oder einen Daumen nach oben. Ja, jetzt gehen wir hier gerade an Hunden vorbei und jetzt können wir gerade umschalten. Und ich so, du siehst, meine Hunde sind hier. Also auch, wenn ein Hund am Zaun direkt hier bei uns bellt, ich weiß gar nicht, ob er jetzt die Stimme noch gehört hat, dann gehen meine Hunde bei mir.